so keine Ahnung, so. Liebe Kinder, wenn ihr Fussball-Scout werden von Beruf, wir haben einen Mann bei uns heute, der noch ganz fest sagen kann, wie man das wird. Der Oliver Zesiger. Ciao zusammen. Fußball-Scout. Du hast nie Pilot werden oder Lokführer? Oder? Nein, also ich war einer von denen, die Profifußballer werden und es nachher irgendwann schnell gemerkt hat, das geht nicht. Und dann habe ich mir nachher etwas anderes ausgesucht, wo mir Spass macht. Ja, aber die einen, die Profifußballer werden und es nicht lange, die machen einfach ein Fußballheftli. Andere. Oder werden Radiomoderator. Gehen zum Radio. Wie wird man Fußball-Scout? Das ist eine grosse Frage und eine lange Geschichte. Jawohl, also bei mir hat es angefangen mit Fußballmanager-Spielen und der Faszination, wie die Spieler zu ihren Daten kommen, beziehungsweise zu ihren Attributen. Und es hat sich nachher weitergezogen, bis ich nachher selber auch anfangen konnte bei Football-Manager. Und heutzutage gibt es Schulungen, Kurse, das gibt ganz viel im Ausland, in der Schweiz noch nicht so. Und da kann man quasi zumindest das Zertifikat erlangen. Logischerweise ist das erst 2% vom Schritt, weil nachher wirklich davon leben können, das ist ein viel grösserer Weg. Was lernt man in einer Ausbildung zum Fußball-Scout? Ich stelle mir das relativ datenlastig vor. Nicht unbedingt, nein. Daten kommen erst später dazu. Also ganz banal, als ich in Manchester war, 2017, haben wir angefangen mit, was ist die richtige Kleidung für Fußball-Scout sein, weil du bist natürlich... Lektion 1, wie lege ich mich an? Ja, absolut. Absolut, weil du bist natürlich dort... Du musst 90 Minuten musst du dem Spiel folgen. Du darfst nicht irgendwie ausgehungert dort sein oder kurz vor dem Verdursten sein. Und du solltest etwas tragen, das locker ist und dich nicht beschränkt und wo im Wetter angemessen ist. Nachher ist es dort auch darum gegangen, und das ist halt, wo es in England war, ist darum gegangen, wie gehst du mit Minderjährigen um. Du darfst ja nicht Minderjährige direkt ansprechen, sondern wie machst du das? Und nachher geht es schlussendlich auch darum, einfach Spielszenen zu schauen. Da können wir uns jetzt richtig verstehen. Minderjährige ansprechen, meint er im fußballerischen Kontext. Es geht um junge Spieler, die noch nicht volljährig sind. Ganz genau. Ganz genau. Und nachher ist es eben darum gegangen, dass wir nachher Spielszenen anschauen und bewerten. Und auf was muss man schauen? Was ist wichtig für einen, der Profi werden will? Und halt auch schlussendlich auch Netzwerk. Und Netzwerk ist alles. Würdest du nicht jetzt lieber Fußball-Scout sein als Magazin-Herausgeber? Also ich finde es schon noch spannend, also so ein bisschen weil mir ja immer jeder, der sich mit Fußball befasst hat, das Gefühl, ich sehe es sofort, wäre ein super Talent, wäre und wäre jetzt mega gut, würde in den Club reinpassen. Das schon, aber ich bin eigentlich noch zufrieden als Schreiben, wenn es so lange es andere Leute gibt, die das schauen können. Es sind ja wahrscheinlich nicht jeder Match ist ein Highlight, das du dann kannst schauen kannst. Eher ja nicht, nein, aber das muss es auch nicht sein. Ich meine, ich sehe in jedem Match etwas, was mich interessiert, was mein Auge erfasst und wo ich nachher weiterverfolge. Von dem her, das ist meine Faszination daran. Aber du verbringst schon den Hauptteil von deiner Arbeitszeit auf irgendwelchen Fußballplätzen? Nein, also heutzutage gibt es ja auch Möglichkeiten per Video. Es gibt auch Datenplattformen, Videoplattformen, wo man zumindest Spiele im Ausland oder auch in der Schweiz kann schauen kann. Aber jetzt als Beispiel, letzte Woche bin ich an drei Spielen live gewesen und habe etwa noch 6 oder 7 auf Videoplattformen geschaut. Das ist so eine mehr oder weniger durchschnittliche Woche bei mir im Moment. Aber logischerweise, das Highlight ist schon immer noch live zu schauen, live im Stadion, vor allem wenn es dann nachher noch ein grosses Spiel ist, wo viele Zuschauer hat. Das macht das Ganze noch ein bisschen, die ganze Atmosphäre noch ein bisschen kribbeliger. Und es ist auch wichtig zu sehen, wie nachher die Spieler unter dem Druck zum Beispiel von einem ausverkauften Stadion performen. Wissen die, dass ein Scout auf der Tribüne sitzt? Clubs wissen es, weil wir natürlich über Clubs für Billy anfragen. Ist es wichtig? Also die Spieler wissen es nicht? Das ist jedem Club selber überlassen, dass der Spieler weiter sagt, aber ich glaube, die meisten machen es nicht. Es wäre noch interessant zu schauen, wie reagiert ein Spieler, wenn er weiss, ein Scout sitzt auf der Tribüne. Das wäre schon die erste Phase von ein bisschen Druck aushalten. Das ist so, ja. Und ich glaube, zum Teil, je nachdem, der Agent wird es mir vielleicht auch sagen, dass jetzt gerade der Club auf der Tribüne hockt wegen ihm. Das ist möglich, das ist aber jedem selber überlassen. Einfach mal schnell zum Aufschlüsseln, für wer du schaffst. Einerseits gibt es da das Spiel Football Manager, das
kennen so Nerds wie der Meme natürlich sehr gut. Ich halte mich fern von all dem, weil ich kenne mich zu gut. Ich würde dann den Anspruch haben, mit irgendeinem Wetzwil Bonstetten oder so, wie die Champions League. Und okay. das würde mich dann komplett absorbieren und ich würde dann meine ganze Zeit dort verbringen. Was hast du für eine Beziehung zu Football Manager und solchen Games? So viele Games gibt es ja gar nicht mehr in dieser Art. Nicht mehr, aber es hat natürlich ganz viel gegeben. Das hat natürlich schon zu meiner Commodore 64-Zeit angefangen, mit sehr Basic Manager-Spiele, also textbasiert nur. Und die Antwort hast du nur, also hast du irgendwie ein Menü gehabt, dann hast du ein 8 gedruckt und dann hast du irgendein Spiel verkauft, dann hast du irgendeinen bekommen und die Resultate sind irgendwie ausgewürfelt worden, wahrscheinlich mehr oder weniger. Und dann hast du eine Tabelle gehabt, mehr nicht. Und dann sind aber immer bessere dazugekommen. Am meisten, also die Bundesliga-Manager hat es ja noch gegeben. Und mit Abstand am meisten Zeit habe ich mit Anstoß verbracht. Anstoß ja. 3, Anstoß Gold, 2 auch schon, wo aber auf eine humorvolle Art das eigentlich gemacht hat. Nicht ganz so tief wie dann später der Football-Manager oder gleichzeitig auch schon der Football-Manager, aber wunderbare Stunden damit verbracht, wirklich extrem viel. Und das Schlimme ist auch, dass die haben keine Lizenz gehabt für die richtigen Namen. Und dann hat es halt zum Beispiel statt Waldhof Mannheim, das Team hat Gretsche Mannheim geheißen, das weiß ich noch. Und die Namen sind auch alle nicht richtig gewesen und bei der Schweiz sowieso nicht. Und ich habe die ja alle eingetöckelt. Eigentlich das Gleiche, wie du gemacht hast, einfach ohne die Spieler wirklich zu schauen, habe ich dann von allen Lausanne- und Wiel-Spielern und so habe ich dann Attribut verteilt für alles, alles dort aufgeladen. Und dann haben wir das sehr lang gespielt. Ich habe immer als erstes Shevchenko und Rebrov gekauft, die damals noch bei Dynamo Kiew gespielt haben. Und aus der ukrainischen Liga hat es passieren, dass dann, wenn du in eine Top-5-Liga oder in Euro nach Europa gewechselt hast, haben sie 2 Stufen verloren, aber es war so wie ein Zufall gewesen. Und meistens haben sie es eben nicht verloren. Und dann hast du mit irgendwie Wiel und vorne hast du mit Shevchenko und Rebrov spielen. Wäre geil gewesen. Das ist heute ein bisschen anders. Also das ist heute viel professioneller. Das ist ein Teil von deinem Job, oder? Dass du all die Daten zusammensammelst, damit das dann wirklich so nah an der Realität ist, wie nur möglich. Ganz genau. Also wir sind, also zuerst mal, ich mache es nicht allein für die Schweiz. Wir haben den Andreas hier von Zürich, der sich um die sogenannten nicht spielbaren Ligen kümmert. Das heisst, von der Promotion League aber bis zur 2. Liga interregional. Die kann man aber auch freischalten. Da kann man eben dann wirklich mit dem FC Wetzwil Bonstetten in die Champions League, wenn man das macht. Das ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Das wird ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Zeit brauchen. Und wir haben natürlich auch ein Team von etwa 20 Volontären. Das sind meistens Fans von ihren Vereinen und Fans vom Spiel, wo ja, in jedem Spiel sind, mehr oder weniger von ihrem Verein und der wie ihre Westentasche kennen. Und heutzutage ist es einfach so, dass dort wirklich alles auf der Realität basiert und dass die Algorithmen dahinter, die eben so Sachen wie Shevchenko, Rebrov sollten verhindern. Klar, es gibt immer noch irgendwie Wege, wie man das kann umgehen, aber das ist dann nachher schon, es geht dann nachher schon schön nach zu betrügen im Spiel selber. Oder? Und das wird die Community von Football Manager nicht gerne sehen. Und im Fußball ist das ja auch absolut verpönt, dass man betrügt. Wie geht denn eigentlich die Football-Manager-Community mit? Also ich meine, das kann ich mir auch sagen, das kann ich ja zugeben, auch wo ich Football-Manager gespielt habe. Und ich bin irgendwie mit dem FC Winterthur an irgendein Spiel gehabt, so Wichtiges. Ist das justiziabel, was du jetzt da gerade sagst? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es ist vielleicht nicht sehr ehrenhaft. Berühmte letzte Worte, ich glaube nicht. Ich glaube nein. Ne? Nein, aber dann habe ich mit dem FC Winterthur gespielt, das wichtige Spiel um den Aufstieg oder was auch immer. Und dann bin ich zu der Halbzeit halt 2-0 hin gewesen. Ja. Neustart. Neuladen. Logisch. Ja, es ist ein bisschen verpönt, aber schlussendlich soll jeder das Spiel spielen, wie er möchte. Also nach seinen Möglichkeiten. Nach seinen Möglichkeiten, genau. Es ist einfach ein bisschen mühsam, wenn du jedes Spiel musst neu starten musst. Ich habe teilweise Spiele so oft müssen neu laden, wirklich so oft. Aber das heisst, wenn du für die, bist du zuständig für Super League, Challenge League, du hast ganz viel Super League und Challenge League Match schauen, bist eigentlich unglaublich bewandert, wenn es um die Spieler geht von diesen Teams. Mhm. Ja, wobei jetzt eben wir haben Fans von einzelnen Clubs, die ja jedem Spiel sind und sich nachher um die kümmern, um die Spieler. Aber schlussendlich, das letzte Wort habe ich und dann muss ich natürlich auch die ganzen Ligen kennen, bis ab in die U18. Jetzt aktuell ist die Vorbereitung für nächste Saison im Gang. Jetzt sind wir am U16 scouten, weil wir können keine Spieler aus Jugendschutzgründen unter 16 spielen. Aber die werden ja im Verlauf des nächsten Jahres werden die auch 16 und die müssen wir die schon kennen. Ah, auch im Football Manager darfst du keine Minderjährige oder unter 16-Jährige genau, ja. Ansprechen. Der Aufwand ist absolut enorm. Also wirklich, für das, wie viele Leute tatsächlich mit einem U16-Spieler vom FC Luzern in Verbindung kommen, wenn sie das Spiel spielen, das sind ja dann sehr wenig, weil die wenigsten spielen wahrscheinlich schon mal die Schweizer Liga.
Und das andere, die entwickelt sich ja im Spiel, wenn man in einer anderen Liga spielt, oder die U16-Spieler von Luzern, und wäre dann vielleicht irgendwann gut, aber wahrscheinlich nicht. Die meisten kommen nie mit denen in Berührung. Ja, aber wenn sie gut werden. Ja, sicher, wenn sie gut werden, bist du dann schon der 7-Sieg, wenn du das früher schon gecheckt hast und den Spieler schon verpflichtet hast? Oder? Natürlich. Es ist mal so zum Aufwand, dass sie aktuell haben wir über 5100 Spieler in der Datenbank für die Schweiz allein rum. Okay. Und noch 1290 Staff-Mitglieder. Und dass sie zum Teil auch solche, die jetzt nicht mehr, schon länger nicht mehr im Fußball aktiv sind, vielleicht mal wieder aktiv werden können. Oder eben Staff-Mitglieder von Vereinen. Also der Bidu Zaug oder so? Bidu Zaug ist nicht mehr dabei. Jetzt habe ich zum Beispiel auch diesen Sommer habe ich den Andi Egli rausgelöscht. Der Hans-Peter Latour ist schon lange nicht mehr dabei. Und dann haben wir auch rausgelöscht. Nein, sie bleiben in der Datenbank, sie werden einfach nicht mehr im Spiel erscheinen. Ja. Und so die Grössenordnung haben wir verabschiedet aus dem Spiel quasi. Hast du ihnen das schon beigebracht? Erfahren Sie es vielleicht jetzt in diesem Podcast? Lieber Schorsch Spregi. Du kannst jetzt nicht mehr wie viel Wunsch nicht im Spiel. Leider nicht. Nein, und es geht ja nicht nur um das Spiel allein. Football Manager hat die grösste Scouting-Datenbank der Welt. Also da sind 500'000 Spieler drin, weltweit. Und grosse Vereine, also das aktuelle Beispiel ist, wir haben einen Kooperationsvertrag mit Manchester City und anderen Premier League-Vereinen oder auch Vereinen von anderen Top 5 Ligen, wo das Tool, die Football Manager-Datenbank zum sogenannten Pre-Scouting nutzen. Das heisst, sie schauen, wer sind die grossen Talente, und dann schicken sie ihre Scouts in die Richtung. Talent, aber du hast jetzt nicht mit deinem Anteil am Transfer von Manuel Akanji zum Man City? Leider nicht, nein. Das wäre finanziell noch interessant. Vermisst dich die virtuelle Spielewelt dann wirklich mit der realen Welt. Du bist eben dann nicht nur in dem Football-Manager zuhause und scoutest nur für den Football-Manager, sondern du scoutest schon auch für reale Vereine in der Schweiz. Du arbeitest für Agenturen, die dann die Spieler auch zum Teil vermitteln. Also das heisst, du hast einen unglaublich guten Überblick über das Spielermaterial. Um so ein unsägliches Wort wieder mal brauchen. Denkst du dann, Amig, wenn du siehst, was Verein für Spieler verpflichtet, hätte ich nicht gemacht, hätte es doch mich gefragt. Gibt es das? Ich probiere es nicht, weil ich muss ja immer noch objektiv bleiben in meinem Job. Und es kommt schon ab und zu vor, wenn ich denke, aber schlussendlich musst du zuerst mal schauen, wie er nachher schlussendlich im Kontext von diesem Club funktioniert. Kontext ist das wichtigste Wort im Scouting. Und das kann immer noch sein, wo einer, der es kommt, wo ich denke, ja, vielleicht hätte es da bessere Lösungen gegeben, dass der schlussendlich sehr gut performt. Das kommt vor. Bist du auch Fan von einem Verein? Ich bin Sympathisant vom FC Basel, ja. Gut. Können wir den FC Basel mal ein bisschen anschauen aus der Distanz? Ich weiss, du musst vorsichtig sein, was du sagst. Du schaffst ja für verschiedene Vereine. Ja. Ich glaube, auch ein bisschen für den FC Basel. Aber weil es noch ein interessanter Verein ist, weil eine interessante Transferpolitik dort herrscht, die wir auch schon besprochen haben in dem Podcast, dann doch relativ viele Spieler verpflichtet. Ist auch eine Herkulesaufgabe für einen Trainer wie der Alex Frey, dann all die Spieler einzubauen und so. Wie siehst du jetzt, sagen wir mal, aus Fanperspektive mit deinem Wissen als Scout auf das, was der FC Basel so ist? Als Gebilde. Also ich finde es sehr interessant, die ganze Strategie. Ich habe letztens ein Interview gelesen mit Max Legat, dem Chef-Scout, und er sagt, sie gehen bewusst auf Spieler, die eigentlich ein Level zu hoch sind für den FC Basel. Das heisst, dass im Scouting-Kontext heisst das kann sehr frustrierend sein, wo du sehr viel Absagen bekommst. Aber wenn du nachher so einen Spieler hast und den kannst du fest für dich verpflichten und der sich auch gut entwickelt, dann hast du eine Wertsteigerung, wo wahrscheinlich sehr lukrativ wird sie am Ende. Und das ist ja momentan so mit den Leihspielern mit Kaufoption, das ist ja genau auf das ausgelegt, dass die Spieler sich nachher eben im Wert vermehren oder verbessern und schlussendlich nachher zu größeren Vereinen können abgegeben werden. Weil das grosse Plus vom FC Basel, was sie haben, sie können diesen jungen Spielern Spielpraxis geben. Ist aber auch immer so ein bisschen ein Risiko natürlich, oder? Also auch wenn du alle nur auf Leihbasis übernimmst mit einer Kaufoption, es kann ja durchaus auch sein, hat es ja auch schon öfter einen Fall gegeben, dass man die zwar dann, sie entwickelt sich prächtig im ersten Jahr, nachher findet man, fantastisch, den kaufe ich doch gerade, dann habe ich nachher eine Wertanlage und dann wäre es der Dimitri Oberlin. Das ist durchaus so. Es geht aber einfach nicht weiter, oder? Das ist sicher so, ja. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg. Jetzt zum Beispiel, gut, den Walter Burger haben sie direkt verpflichtet. Der hat ja im ersten Jahr zum Teil auch Innenverteidiger gespielt. Und
deswegen hat er nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und in dieser Saison ist er nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft, die halt im zentralen Mittelfeld agiert. Mhm. Aber ja, es ist halt, die Leihen mit Kaufoptionen sind halt dafür da, das Risiko zu minimieren. Und das ist auch wieder etwas vom Scouting, was Scouting macht. Es ist nicht nur neue Spieler entdecken, sondern es ist vor allem auch Risikominimierung bei Transfers. Du willst so viele Augen wie möglich und so viele Meinungen wie möglich über einen Spieler haben. Und dafür ist Scouting auch da. Wie fest unterscheidest du zwischen tut der Mannschaft gut und ist erfolgsversprechend und ist eine gute Wertanlage? Ist ja beides relativ wichtig. Jetzt beim FC Basel von außen gesehen, hat man so das Gefühl, die Wertsteigerung steht fast im Vordergrund. Bei anderen Vereinen hat man eher das Gefühl, es geht darum, ein Team zu bilden, das auch Titel kann holen. Wie wertest du die beiden Aspekte? Es kommt immer darauf an, da gibt es natürlich Parameter, die wir nicht kennen. Und das ist in der Schweiz häufig die finanzielle Voraussetzung, die der Club hat. Mhm. Und darum kann ich das nicht so werten, weil wir nicht wissen, klar, logischerweise müssen die Schweizer Vereine müssen ja inzwischen ihre Finanzen offenlegen, aufgrund von UEFA-Bestimmungen. Aber auch dort wird man nicht unbedingt schlau daraus, wie die finanzielle Situation wirklich aussieht. Darum kann ich das nicht werten, weil das kommt immer auf die Parameter drauf an, die wir nicht kennen. Aber ich meine, jetzt in deiner Arbeit, so als Scout, welcher Aspekt ist wichtiger? Jetzt völlig losgelöst von einem Verein? Für einen Schweizer Club ist wahrscheinlich die Wertanlage, das ist ein bisschen blödes Wort, aber die Wertanlage wichtiger. Vom Spielermaterial. Die Wertanlage, die Wertsteigerung. ja, im Französisch heißt es immer «mettre en valeur». Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, aber du hast ja nicht nur Spieler verpflichten, wo du hoffst, dass, sie den Wert, dass der Wert grösser wird, sondern du verpflichtest nachher auch Spieler, die eben ins Team passen und das Team besser machen. Darum ist dort ein guter Mix vorhanden, oder sollte ein guter Mix vorhanden sein. Und eben in der Schweiz ist es halt einfach immer noch wichtig, dass du kannst Spieler verkaufen, weil das ist ein wichtiger Teil von den Einnahmen. Wenn du jetzt aber so eine Wertanlagensammlung bist, wie der FC Basel zum Beispiel, was heisst denn das für... Ich meine, die sind nicht mal bekannt für ihre gute Nachwuchsausbildung. Was heisst denn das? Das heisst, wenn wir jetzt die Strategie fahren, wir holen einfach die Spieler, die am meisten Potenzial haben, um ihren Wert zu steigern, dann würde es ja heissen, Nachwuchsabteilung schnell einstellen. Nein, also für den FC Basel ist der, ganz sicher der Nachwuchs immer noch sehr wichtig. Und es ist halt das sieht halt, man aber schon nicht so jetzt. Das im Moment sieht man es nicht. Es hat aber auch der David Degen so gesagt, eben, er will vom Nachwuchs ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr Gier Profifußballer zu werden. Mhm. Und das ist etwas, was ich selber zum Teil auch sehe, wenn Junioren scouten, ist eben, dass sie nicht so die letzte Gier können entwickeln können, die es nachher braucht, um den letzten Schritt von U21 in die erste Mannschaft zu machen. Es gibt Ausnahmen, das ist super, aber eben, ich sage immer, uns geht es fast ein bisschen zu gut hier in der Schweiz. Das ist, niemand muss für sein Leben können bestreiten, Profifußballer werden. Es ist alles ein bisschen ein Wort, aber eben, ich muss nicht, ich bin nicht gezwungen dazu. Das ist etwas sehr Gutes natürlich, weil so wird niemand auf der Straße landen oder Hunger leiden. Das ist fast ein bisschen wichtiger, als im Fußball durchzustarten. Ja. Yeah. Nein, aber nein, du hast absolut recht. Aber schlussendlich fehlt dir vielleicht gleich noch ein bisschen etwas. Aber es ist ja, also zum ein bisschen wegkommen vom FC Basel, wir haben ja mit GC auch ein interessantes Beispiel. Wenn du von der Gier von der Jungen redest, in die erste Mannschaft zu kommen, wenn natürlich du siehst, dass die erste Mannschaft voll ist mit eingekauften Spielern, mit ausgelehnten Spielern oder im Fall von GC, das Konglomerat existiert mit Wolverhampton und du irgendwie als Junior viel weniger das Gefühl hast, einmal, die erste Mannschaft ist nahe, dann ist es natürlich auch schwieriger, die Gier aufzubringen. Oder? In so einem Verein wie jetzt, was nicht beim FC Thun. Ja, es ist möglich, dass das so ist. Aber wie jetzt gerade GC hat schon einige irgendwie Jungen im Kader. Sie denken an Dion Kacuri zum Beispiel oder Simone Strascio. Von dem her ist es vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ja, logisch verbaust du diesen Jungs ein bisschen weit Perspektive auf die erste Mannschaft und nimmst du vielleicht die Motivation. Aber genau dann muss eben die extra Gier einkicken und genau dann musst du noch einmal Gas geben. Und ich sehe das wie einen Test nachher für die Jungen, dass sie eben genau dann noch einmal die Gier entwickeln. Hast du natürlich gleichzeitig auch noch, das ist natürlich auch ein Signal gegen aussen. Wenn du das machst, jetzt zum Beispiel das, was Basel macht, dann weiss natürlich jeder talentierte 15-, 16-Jährige im ganzen Land, weiss, zu Basel gehe ich wahrscheinlich eher nicht, weil dort habe ich keine Chance, um in die erste Mannschaft zu kommen.
Also gehe ich vielleicht lieber zu IB oder zu Zürich oder wo auch immer ich in einer Chance habe. Das hat es ja immer so gegeben. Dort, wo Basel so auf einem höheren Level gespielt hat und dauernd Champions League gespielt hat, dass der Schritt dort in die erste Mannschaft so gross war, haben ja viele von den talentiertesten Schweizer sind zu IB gegangen. Und das ist ja unter anderem auch ein Teil von der, hat dann Basis gebildet für die ersten Meistermannschaften seit 100 Jahren bei IB. Also das ist ja schon so, wenn du das Signal sendest, bei uns haben sie wenig Chancen, dann stärkst du eigentlich Konkurrenz damit. Also dann kommen die Talente einfach dort hin. Also die, die du scoutest, die gehen dann eher nicht zu Basel. Also ja, ich bin generell Fan davon, dass die Jungs sollten im Verein bleiben, wo sie quasi ja in der Nähe wohnen, wo ich auch die Nähe zur Familie und so. Aber gerade im Fall vom FC Basel ist es halt so, dass der Name FC Basel immer noch sehr viel zählt im Schweizer Fußball. Also gerade auf Juniorenstufe zählt das immer noch sehr viel und das zieht immer noch, und im Einzelfall kann man vielleicht sagen, er geht vielleicht lieber dort und dort her, aber das im generellen Fall kann man schon sagen, dass wenn der FC Basel Junioren spielen möchte, dann hat er gute Chance, dass er da bekommt. Und die Bedingungen sind ja nicht so schlecht mit dem schönen Campus, den der FC Basel hat, der ein bisschen näher ist, auch näher am Stadion und näher am Verein als andere Campusser in der Schweiz. Campi. Campesi. Wir müssen in dieser Woche, wo die Schweizer Fußballnationalmannschaft auf Katar abgereist ist, sicher noch über Kadernomination reden. Auch aus deinem Blickwinkel natürlich interessant, weil du die Spieler alle gut kennst und auch die Gegner wahrscheinlich nicht so schlecht kennst. Ich möchte schnell einen Einschub machen. Wir haben noch etwas aufzulösen von letztem Mal. Das mittelschöne Liebli. Das Aromat-Liebli. Das Aromat-Liebli, das Fabio Landert bei uns gelassen hat. Das Fernando Torres-Liebli, das ihm Unglück gebracht hat. Wir haben über Aberglauben gehabt. Vielleicht interessiert mich dann noch, wie du so hast als datengläubiger Scout mit Aberglauben. Und der Fabio hat das verlosen und es sind natürlich ganz viele Bewerbungen eingegangen. Sehr, sehr viel schöne. Ich kann leider nicht alle vorlesen. Nur zum Beispiel der Gregi Flückiger hat mir auf Insta geschrieben: Habt ihr das Aromat Milan Trikot mit Torres und Fabio Landert schon vergeben? Ich wäre dankbarer Abnehmer und will versuchen, den Fluch für Fabio zu beenden. Beim EM-Final 2008 war ich im Deutschland-Trikot auf einem sichtbehinderten Platz, erste Reihe bei der Eckfahne, hinter der unsäglichen 400-Meter-Bahn im Ernst-Happel-Stadion. Torres hat direkt vor mir den Siegtreffer bejubelt. Er ist mir also noch etwas schuldig. Sehr schön. Der Sammy auf Insta schreibt mir: Du, wegen dem gelben, hässlichen Milan-Liebli, es würde recht gut zu meinen Vorhängen passen. Die haben die gleiche Farbe. Meine Verlobte findet sie unglaublich hässlich, die Vorhänge, und meint, mein Zuhause sei nicht genug Ton in Ton. Mit dem Liebli in der gleichen Farbe wäre die Gegebenheit gegeben und würde für zusätzliche Harmonie in unserer baldigen Ehe sorgen. Auch schön. Ich bin in Versuche geraten. Und er hat aber noch, gerade vor ein paar Tagen, erst mit deinem Top-Schuh geschrieben, Primarlehrer aus Arbon. Und ich habe dann schnell angerufen heute und habe gesagt, erklär doch schnell selber, wieso dass du das Liebli brauchst. Es geht vor allem darum, seinem Freund, dem Tobi, ein Geschenk zu machen. Ich brauche das, weil mein Kollege einen schlechten Geschmack hat, was Liebli anbelangt. Er sammelt Fußball-Liebli, er hat an die 100. Und ich habe gehört, dass das Design grässlich ist. Ich habe es dann nachher mal gegoogelt. Mir gefällt es auch nicht. Und dann könnte es wirklich sehr gut auf seine Sammlung passen. Das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt ist, mein Kollege oder mein Freund, wo die Fußballpassion mit mir teilt, der hätte so einen Hang zu dem Fußball-Aberglauben. Nicht, dass ich dem gefeit wäre, aber er hat das noch ein bisschen ausgeprägter. Und ja, wir sind irgendwie immer ein bisschen schuld an Niederlagen. Also ich habe zum Beispiel schuld, dass wir das Cup-Final verloren haben, weil ich meine zerrissenen Jeans vom Cup-Halbfinal nicht geweiht habe. Und ich wäre einfach froh, wenn mir oder seine Söhne, wo der Schirm öffnet in der Wohnung drinnen, was ja auch absolut ein No-Go ist und dann zur Niederlage in Winterthur geführt hat, wir werden früher oder später wieder an das FC St. Gallen-Debakel ankommen und dann könnten wir einfach dem die Schuld zuschieben und wir wären nicht mehr die Bösen. Jetzt weiß ich im Fall, gell, jetzt haben wir gerade 7-2 gewonnen in Sion. Ich weiß im Fall gerade nicht mehr, ob man das Liebli wirklich will. Wenn das noch so viel Unglück bringt, habe ich gerade ein bisschen Schiss. Aber mal eigentlich tut es uns gut, dass wir so ein bisschen aus der Schusslinie kämpfen. Gibt es da auch einen Grund für Sieg? Also das 7-2 gegen Sion. Hat er dann dort auch einen Grund, wieso das passiert ist? Hast du deine verrissenen Jeans zum Beispiel angehabt? Eben weiß ich im Fall nicht. Also ich habe jetzt gerade von meinem Chef Schuhe geerbt und seitdem haben wir gegen die SGC gewonnen
und 7-2. Aber das darf ich jetzt mit Tobi eben nicht sagen. Sonst muss ich nachher immer den Schuh tragen. Also, sehr schön. Also, das gehört dir, Metin, das Shirt. Oder besser gesagt, Tobi. Er weiß es jetzt halt schon, wenn er den Podcast hört, obwohl er erst im Dezember Geburtstag hat. Kennst du die Aberglauben-Geschichte als Daten? Gläubiger Mensch? Natürlich kenne ich sie von den Spielern her, die, die zuerst mit dem rechten Fuß dreimal hüpfend auf das Spielfeld laufen oder so. Aber eben bei Datengläubig, Datenanalyse ist etwas sehr, sehr Cooles für mich und ich verlasse mich lieber auf Daten als auf Aberglauben. Wir können ja Daten erheben, wie oft gönnt mein Verein, wenn der Trainer den Pulli anhat? Das wären dann auch Daten. Wär Daten, aber ich glaube... Kausalität ein bisschen schwieriger. Richtig, die Aussagekraft schlussendlich auch nicht gross. Also, WMK der Schweiz, Nazi ist schon in Katar. Die haben es schnell müssen machen. Ist bis vor kurzem noch gespielt worden in der Liga. Ist alles ein bisschen dicht gedrängt im Moment. Meme Sikora, deine Einschätzung vom WM-Kader von der Schweiz. Unglaublich viele Mittelfeldspieler, wenig Aussenverteidiger. Das ist etwa das. Aber sonst hat es eigentlich nicht Anlass für eine grosse Überraschung gegeben. Auch wenn nachher wieder alle kommen, man muss doch den Iten mitnehmen. Und man muss doch, weiss auch, das ist im Sturm ist immer ein Thema, das ich nicht teile, überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein gutes Kader, das wir da zusammengestellt haben, dass man gar keinen Backup-Aussenverteidiger mitnimmt. Ja, wobei man auch muss sagen, dass die, die einmal jetzt zum Zug gekommen sind, als mögliche Alternative jetzt im Nazi-Dress nicht sehr überzeugt haben. Also da kann man durchaus auch sagen, lassen wir das so, wir hoffen, dass die fit sind und wenn nicht, dann machen wir taktisch andere Varianten, wo man nicht keine Außenverteidiger braucht oder nicht solche von dem Stil. Oder sonst springt irgendjemand ein, hin. Ja, irgendjemand ist klar, irgendjemand ist der Renato Steffen, egal wo, der Renato Steffen ist das Backup für alles. Ja, außer Goalie nehme ich an. Dort haben wir ja vier. Dort haben wir ja vier mitgenommen. Ja, das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, vier Goalie mitnehmen. Auch wenn, sie sagen ja immer, ja, doch, für die Trainings vorher braucht man es und für das Spiel ist es einfach besser, wenn du vier hast als drei. Aber man ist schon mal jemals an einer Endrunde einen dritten Goalie auch schon zur Diskussion gestanden, dass er mal einen Einsatz hat. Nicht. Ich habe einen sehr schönen Tweet gefunden, den, glaube ich, du, Oliver, retweetet hast. Der Jan Sommer ist vielleicht das Backup für den linken Aussenverteidiger. Ja, der kommt von mir, ja. Genau. Also er könnte es. Er könnte es sicher. Also ich habe absichtlich Jan Sommer gewählt, weil er wahrscheinlich Fußballer ist, der Beste von diesen vier Goalien ist. Naja, ich kann mir vorstellen, dass der das sicher machen könnte. Ja. Also, ja. Aber deine Bewertung vom Kader, jetzt rein aus Scout-Sicht? Ich bin recht nahe, ich bin Meme. Ich habe vielleicht jetzt den Jordan Lotomba mit aufgeboten, der kann rechts und links spielen. Ich habe das Gefühl, dass der Mangel an Außenverteidiger eventuell dadurch begründet wird, dass der Murat mit einer Dreierkette plant gegen Brasilien. Vielleicht auch gegen Serbien, wo Serbien spielt mit einer Dreierkette. Vielleicht will er das System spiegeln. Sonst muss ich sagen, auch auf den Flügeln sind wir jetzt nicht wahnsinnig stark besetzt. Ich muss so sagen, ich meine, Vargas, Okafor, Fasnacht und so, das sind sehr gute Spieler, aber auch dort die Tiefe nicht unbedingt da. Und es kann sein, dass der Murat gegen Brasilien vielleicht mit einem 4-6-0-System wird antreten, einfach mit 6 Mittelfeldspielern. Das ist auch möglich. Nein, aber allgemein sind es wahrscheinlich schon die besten Spieler, die wir momentan haben. Und wie viele ja sagen, und ich auch der Meinung bin, die beste Nazi, die wir in den letzten, also sicher in den Jahren, wo ich Fußball schaue, gesehen habe. Da würde ich mir gerne etwas wissen, wenn du schon so Daten darüber bist. Es gibt wirklich sehr viele, also ich habe mir auch ein paar Twitter-Battles geliefert zum Thema Iten zum Beispiel. Oder auch Michi Frey kommt dann immer. Sagt, ja, aber die schiessen doch so viel Goal. Tu doch du mal erklären, warum das die zwei jetzt nicht in Frage kämen. Also bei Michi Frey kann ich es auch sagen. Bei Michi Frey können es alle sagen, oder? Da geht es wahrscheinlich vor allem schon auch um Chemie in der Mannschaft. Und der Muri ist ein harmoniesuchender Mensch, glaube ich. Der wird, das ist jetzt eine Unterstellung von mir, das Gleichgewicht in der Mannschaft potenziell durcheinander bringen. Wir sind da am Daten reden, jetzt kommt also, da mit dem ESO-Seich da. Herr Scout. Also, es ist so, bei Michi Frey, ja, der Murat hat ja auch Spieler aufgeboten, wo ich ganz klar, du kannst trennen zwischen, das sind die ersten 11 Spieler, die werden spielen, die meisten Spiele, und das sind die Spieler, die froh sind, wenn sie Einsätze bekommen. Und da passt natürlich der Michi Frey nicht unbedingt ins Konzept. Weil der nicht so gerne hinten ansteht und einmal aufs Bänkli hockt. Er könnte eventuell die eine oder andere Kontroverse auslösen. Das ist möglich, ich glaube es zwar nicht, aber du willst ja das Risiko nicht eingehen. Ich bin froh, dass du Datenmensch meine These stützt. Ja, deine ESO-These, genau. Und wegen Cedric Iten, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt da nicht aus Datensicht schauen, aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Haris Seferovic die
Mittelstürmerposition schon besetzt ist. Klar, logisch, der Brelembolo wird wahrscheinlich spielen, aber mit dem Haris Seferovic hast du einen Stürmer, der ein bisschen ähnlich ist wie der Cedric Gitten, und dann wolltest du Schniebel nachher noch eben einen Noah vor, der könnte eine andere Dimension geben im Sturm, anstatt noch einen zweiten oder einen Cedric Gitten oder den zweiten Haris Seferovic. Also da geht es um die Zusammenstellung von der Rollen, die jeder Einzelspieler einnimmt. Und es spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle, wer gegen wer bis jetzt, also wenn du jetzt vergleichst, Seferovic und Itten, ist natürlich auch so, dass Seferovic in der Nazi schon sehr viel wichtige Goal geschossen hat, sehr viel Goal geschossen hat und auch gegen alle Level von Gegnern. Der Itten schießt zwar viel Goal in der Super League, hat aber jetzt zum Beispiel in der Nationalmannschaft hat er zwar auch Goal geschossen, aber halt gegen Gibraltar und gegen, weiß nicht was, Litauen und ja, die Ambitionen gegen also Bulgarien. Aber wisst ihr, wie verteidigen geht? Ja, einfach gegen die, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist für einen Schweizer Nationalstürmer, um ein Goal zu schiessen, als gegen Frankreich und Portugal, wie das da halt Seferovic gemacht hat. Und das ist halt schon eine Stufe. Halt bei Michi Frey sagt man das ja auch. Er schiesst zwar viel Goal in Belgien, aber er schiesst viel Goal gegen die Mannschaften, die hinten raus sind, oder? Lommel. Ja, gegen so Sachen. Ja. Eupen. Charleroi, ja. Mechelen und so. Aber halt nicht gegen Anderlecht und gegen Kent und so Sachen. Ja, das ist sicher auch mit der Grund. Schlussendlich muss ich sagen, wir haben jetzt nicht so eine grosse Auswahl an Stürmer, aber ich finde, dass der Murat das dort sehr gut gemacht hat mit den Stürmern, die er aufgeboten hat. Es ist keine Kontroverse losgegangen, aber man hat einfach festgestellt, es sind relativ wenig welsche Spieler in der Schweizer Fußballnationalmannschaft in diesem Aufgebot. Es sind, glaube ich, zwei. Zakaria, Edi Milson, ja. Dann ist er fertig. Und beide jetzt auch nicht wahrscheinlich als, ja, wer weiß. Beides eher Ersatz-, Ergänzungsspieler in dem Kader. Ist das einfach Zufall? Ist das fehlende Nähe von Murat Yakin zu der Romandie? Was ist da der Grund? Nein, also ich finde die, die in Frage gekommen wären, Andi Zekiri, Zekiri Amdouni oder so, die spielen halt jetzt nicht regelmässig. Babu spielt auch nicht, also der hat ganz wenige Minuten gemacht diese Saison. Eben Jordan Latomba hat jetzt vielleicht noch gesehen, einfach weil er halt polyvalent ist, auf beiden Seiten kann spielen und er spielt auch relativ regelmässig in Nizza. Aber sonst ist halt einfach im Moment die Auswahl an französischsprachigen Spielern nicht so wahnsinnig gross und sie spielen auch nicht, was der Grund dafür ist, weiß ich auch nicht. Also das muss man ja jeder individuell anschauen. Ich habe das Gefühl, man hat sicher einen Grund, wieso das momentan also gar nicht so viel... Ich kann natürlich auch noch Thesen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man jetzt mal die dominierenden Clubs anschaut, wo Spieler rausgebracht haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten fast schon mittlerweile, sind das alles Deutsch-Schweizer Clubs gewesen. Die haben natürlich auch teilweise mit Welschen gespielt, aber so die Welschen Clubs, die grösseren, die auch bekannt gewesen sind, oder wo immer wieder mal einen Spieler rausgebracht haben, sind halt schon sehr viele Jahre in der Versenkung verschwunden. Also über Servette ist runtergefallen, Lausanne ist runtergefallen, Sion ist... ein Spezialfall, also die sind alle, die hat es wie gar nicht gegeben, eine Zeit lang. Und die haben wie andere Probleme gehabt, als jetzt noch Spieler auf die grosse Bühne zu bringen. Jetzt haben sie dann wieder angefangen, also Servette hat immer noch eine bekannte, also beachtete Juniorenausbildung und Lausanne jetzt auch wieder, also sind ein paar rausgekommen. Aber die sind wie noch alle zu jung, eben das sind so Amdounis und Zekiris, die sind jetzt alle erst knapp über 20, die können dann sicher wieder, werden sicher wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber in dieser Zeit jetzt halt vorher ist halt einfach nie ein welcher Club irgendwie hat eine Rolle gespielt und wäre gut gewesen, wenn du dort rausgekommen wärst, dort spielen in dieser Zeit. Es hat immer wieder können welcher das schaffen, hat da zwischenzeitlich immer wieder einen geschafft, aber es sind halt, die Chancen sind schon grösser, wenn du einen Club hast in dieser Region, wo halt gerade gut ist und gute Nachwuchsausbildung macht, dass dann auch mal einer aus dieser Region rausbringst. Imeri, also wenn man du 21 anschaut, dann hat es eben Welsch, wahrscheinlich das ist so die Generation eben. Ja. Genau, ja. Ja, beim Castriot ist es ja wahrscheinlich auch am Wechsel gelegen, dass er bei IBE nicht von Anfang an gerade Stammspieler war und dort halt wertvolle Zeit verpasst hat. Aber es ist aber ein geiler Spieler. Ja, fantastischer Spieler. Ich schaue dem so gerne zu. Ich hätte mir den Schritt ins Ausland zutraut, diesen Sommer. Übrigens, wie an Filip Ugrinic schaue ich wahnsinnig gerne zu. Das ist eine Naturgewalt, die technisch einfach auch stark ist. Auch ihn sehe ich früher oder später mit einem Nazi-Aufgebot, nehme ich jetzt mal an. Sicher, also wenn, die beiden werden eine wichtige Rolle spielen, glaube ich. Absolut. Und eben, das wird also in Zukunft gesehen, ob unsere Nazi gut aus. Vielleicht haben wir dann nicht mehr die ganz grossen Spieler, die reden jetzt von einem Shakan oder Shakiri, aber es sieht immer noch sehr gut aus. Also meinst du Ugrinic
Oder Imeri, hättest du die gerade direkt zu einem grösseren Club ins Ausland geschickt? Ich habe immer gefunden, sehr ein vernünftiger Schritt zum Club Nummer 1 in der Schweiz und von dort aus dann vielleicht noch eins weiter. Nein, ich bin ja der Meinung, dass der Schritt zu IB und nachher ins Ausland, wenn es dann so weit ist, dass das der richtige Schritt kann sein kann. Was erwartest du von dieser WM, wenn du mal über alle Nationen schaust? Was ist dein Favorit? Ich habe mich, also ganz ehrlich, meine Vorfreude hält sich arg in Grenzen. Geht es dir wie so vielen und uns auch? Also das Einzige, was mich bis jetzt gefreut hat, ist ein super Vorstellungsvideo von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Mhm. Also kommunikativ haben sie einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Auch das Nordirland-Video mit dem Murat und der Schocki habe ich super gefunden. Ja. Das hat so leichte Vorfreude ausgelöst, aber auch noch auf das Match von der Schweizer Nazi. Ich habe das Gefühl, also man redet ja viel von Brasilien und von Argentinien. Brasilien hat klare Schwachstellen der Außenverteidiger, aber offensiv sind sie das bestbesetzte Team. Immerhin haben sie Außenverteidiger. Ja, ja, Mensch, sie müssen nicht die Freistoss-Männchen aus dem Training herstellen. Ja, europäisch ist es immer so ein bisschen so, dass die Mannschaften, die vielleicht in Frage kommen, aktuell nicht ganz so in Form sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Verletzte haben. Also ich glaube, wer ist jetzt gewesen? England hat jetzt gerade mit dem Reece James, glaube ich, einen wichtigen Spieler verloren. Und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das bewerten soll. Also ich glaube schon, dass Argentinien und Brasilien Top-Favoriten sind. Ich glaube aber auch, dass gerade für Argentinien wegen Messi eventuell der Druck der auch könnte zu gross sein, wo du jeder will, dass der Lionel Messi seinen Weltmeistertitel feiert. Und das letzte kann. Gelegenheit jetzt. Und wir wissen ja, der Lionel Messi mit ganz grossem Druck, und wir reden hier von WM-Finaldruck und so, das ist nicht immer das Beste für ihn. Darum kann man vorstellen, dass Brasilien, also in meinen Augen ist Brasilien der Top-Favorit. Was gibt es für Neuentdeckungen? Spieler, die du schon auf dem Radar hast und wir alle nicht? Ja, meine Neuentdeckungen spielen noch nicht in der WM. Also ich habe da den einen Brasilianer auf dem Schirm, der jetzt mit 16 in der obersten brasilianischen Liga debütiert hat. Der Endrick heisst der. Der hat auch schon Goal geschossen. Logischerweise, der wird wahrscheinlich 2-7 Stufen zu hoch sein für einen Schweizer Club, aber es ist gleich gut zu wissen, was jetzt da, oder wer jetzt da neu zu den Top-Talenten vor der Welt gehören. Nur schon, damit man nachher kann sagen, ich habe es immer gewusst. Logisch. Also ich muss sagen, wir von Football Manager haben zum Beispiel Antoni Aschari und Fabian Rieder sehr früh auf dem Radar gehabt, ja, als Top-Talent. Und sie zwei, glaube ich zwar nicht, dass sie zu viele Einsatzminuten kommen, aber nach der WM wird man sie zwei im Auge behalten, ganz klar. Ich schaue Jamal Musiala von Bayern und von Deutschland schaue ich wahnsinnig gerne zu. Ja. Superspieler. Franzosen haben wie immer eine gute Mannschaft, und Kamavinga finde ich ganz gut, schaue ich auch wahnsinnig gerne zu. Ja, und schlussendlich wird es, ich finde sowieso, dass WM-Turnier im Scouting-Sinn sie überbewertet, weil die Spieler, die dort nachher auffallen, die kannst du nicht zahlen. Und die Spieler, die weniger auffallen, die kannst du auch nicht zahlen. Eigentlich nur schon dabei sein, macht schon zu teuer. He? Ja, genau. Drum, also ist schon so ein bisschen die Hoffnung von einem FC Luzern, dass ein Yashari mal 10-15 Minuten Einsatz überkommt, dann hat er gespielt und dann ist der Wert automatisch gerade schon eins höher dann für... Schon mit dem Aufgebot dürfte der Wert schon ein bisschen gestiegen sein. Ja, aber das ist glaube vorbei, dass Scouts zu 100 an die WM fahren und denken, ich entdecke bei Costa Rica oder Neuseeland noch irgendeinen, wo niemandem auf dem Zettel ist. Das kannst du glaube vergessen. Ja, aber wenn man afrikanischen und latinoamerikanischen Fußball nicht mehr muss dort anreisen, um die Spiele zu sehen, sondern da kann man auch zuhause bequem im Sofa hocken und hat die alle auf dem Radar. Ja, das kann man heutzutage, ja. Was wiederum aber sehr interessant ist, sind natürlich Juniorenturniere. Auf jeder Stufe eigentlich. Also U21 WM jetzt zum Beispiel vielleicht auch schon wieder zu gross, aber so ein U20 WM, ich bin vor 10 Wochen an einem Turnier in Paris gewesen, U16 Turnier, wo die Schweiz den 2. Platz belegt hat, mit Frankreich, Belgien und Italien. Und das ist sehr interessant zu schauen, wer dort durchkommt. Und nachher bleibst du natürlich bei den Spielern, die dir gefallen, die dir auffallen, bleibst du natürlich dran und schaust, wie sich die entwickeln, ob sie vielleicht mal für einen Club in der Schweiz in Frage kommen. Die WM, wir alle haben nicht nur gute Gefühle, wenn wir auf die WM führen schauen. Es wird viel über Boykott geredet. Es ist jedem freigestellt natürlich, das zu boykottieren, das nicht zu schauen. Wir machen es nicht, wir machen eine Sendung, und zwar jeden Tag nach jedem Spiel mit vielen prominenten Gästen, weil es ganz viele Argumente gibt, dort, das auch zu begleiten und anzuschauen, dass wir uns von einer korrupten
Elite im Weltfußball noch nicht den Fußball wegnehmen lassen. Da gibt es ganz viele Argumente für und ganz viele Argumente wieder. Wenn ihr wollt, dabei sein bei uns, könnt ihr das als Publikum, meldet euch an. Es gibt Anmeldemöglichkeiten auf srf3.ch. Da könnt ihr dabei sein, live bei uns im WM-Studio. Es gibt eine Fernsehsendung am Ende von jedem Spieltag. Und wir können dann noch ganz viel diskutieren über Sinn und Unsinn von dieser WM. Es wird auch ganz viel jetzt diskutiert. Es kommt ganz viel, was liegt, wo das meiste jetzt auch nicht unbekannt war vorher. Jetzt interessieren sich einfach plötzlich alle dafür und sehen es. Die Diskussion werden wir weiterhin führen. Wir haben sie auch schon öfters geführt, wir müssen sie da nicht nochmal führen. Was sehr interessant ist, Challenge League spielt weiter. Ach, bin sicher. Ist doch mir gleich, ob WM ist. Ich weiß nicht, wie viel. Also ich habe nochmal schnell geschaut. 20. November, Eröffnungsspiel Katar-Ecuador. Wobei, das ist jetzt nicht das Brüllerspiel wahrscheinlich von dieser WM. Katar-Ecuador. Dort gibt es eine Alternative, dort kann man auch Vaduz Lausanne-Sport schauen. Ein bisschen schwieriger wird es dann eine Woche später, am 26. November zum Beispiel, statt Frankreich, Dänemark oder Argentinien, Mexiko, kann man auch Wiel gegen Lausanne Uschi schauen. Oh, das ist aber ein Spitzenspiel. Es ist das Spitzenspiel. Das ist das Spitzenspiel schlechthin. Ja, das Fall, das ist eigentlich einfach, oder? Ja, klar. Logisch geht man dort FC Wiel schauen. Nein, aber ich möchte sagen, das Promotion League spielt auch noch weiter bis Anfang oder bis Ende November und die Junioren spielen auch, also alle Stufen U16, U18, die spielen auch bis Ende November weiter und wenn man die WM möchte boykottieren, wäre es doch cool, wenn man vielleicht an ein Juniorenspiel gehen würde oder eben ein Challenge League oder Promotion League spielt. Die haben Freude. Wiel! Kopf Wiel! Wiel los an Uschi. Die können ja jetzt dann gleich aufsteigen, oder? Jetzt haben sie gerade die Anforderungen für Aufstiegskandidaten aus der Challenge League abgesenkt. 5'000 Kapazität, oder? Genau. Unter anderem. Und noch ein paar andere Vereinfachungen. Also dann ist das wirklich ein Aufstiegskampf. Redest du gerade von dieser GV, von der Swiss Football League? Ja. Das haben die meisten nicht so mitbekommen, dass die Anforderungen für die Challenge League Aufsteiger... Was? Das war doch monatelang in den Medien, dass der Antrag gekommen ist. Aber wir können das gerne auch noch schnell erwähnen, was dort neben der ganzen Playoff-Diskussion Ja-Nein-Abschaffung wieder diskutiert worden ist. Also es wird in Zukunft einfacher als Challenge League ist, aufzusteigen in die Super League, weil nicht so viele Sachen verlangt werden. Also in gewissen Bereichen sind die Anforderungen gesenkt worden, ja. Also nicht in allen. Also du musst immer noch das Flutlicht haben, das gewisse Helligkeit hat, damit Fernsehspiele übertragen werden können. Du musst immer noch so Medienplätze haben und alles das, was teilweise für die kleineren Clubs auch alles sehr schwierig ist zum erfüllen. Aber immerhin sind so für die Stadionkapazität und Sitzplätze, ich glaube, deckte Sitzplätze sind es auch noch weniger, die du musst haben. Dort hat es ein ich drücke, sodass jetzt, glaube ich, Wiel könnte aufsteigen. Musst ja. Also wenn du eine 12er Liga machst, oben, musst du dann schon auch noch ein paar Vereine, macht die durchaus auch Sinn. Aufsteigen. Und zwar nicht nur sportlich, sondern halt auch, dass die Vorgaben dann erfüllt sind. Und müsstest halt auch noch eins weiter aber dann auch noch machen, weil sonst kann einfach niemand mehr nachrücken. Das ist ein Rattenschwanz. Von der Promotion League. Aber die sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht das, was die ganz grossen Schlagzeilen geschrieben hat nach der GV von der Swiss Football League. Wie hast du die Wiederabschaffung, bevor sie richtig eingeführt worden sind, von den Playoffs erlebt? Also schlussendlich finde ich es gut, ist es passiert. Allerdings sind für mich 6 Monate Arbeit quasi der Bach haben. muss da ein bisschen ausholen, weil wenn es eine Formatänderung gibt im Fußball, im Schweizer Fußball, dann müssen wir das mit Sports Interactive, dem Hersteller von Football Manager, müssen wir das anschauen, dass wir das können implementieren ins Spiel. Und das hat eben ungefähr ein paar Monate Aufwand hat das gebraucht, bis das alles geklappt hat, wo wir müssen auch jede Eventualität anschauen. Jetzt zum Beispiel eine Frage war, was passiert, wenn die Schweiz nicht 4 oder 5 Teams im Europa-Cup hat, sondern 6, 7 oder 8, wo im Spiel sie ist, das Landesrating ist dynamisch. Das heisst, du kannst mit der Schweiz kannst du in der UEFA-Tabelle aufsteigen, so wie mit der Reputation. Und dann plötzlich hast du halt die beste Nation von Europa und dann hast du mehr Startplätze. Und wir haben dort auch bei der SFL angefragt, die haben keine genaue Antwort. Und dann haben wir halt ein bisschen improvisieren und schauen, wie es wir jetzt würden machen. Also die SFR hat selber noch nicht ganz genau gewusst, wie sie mit dem neuen Playoff-Modus dann schlussendlich... Ja, also es ist genau der Fall, dass wir mehr als 5 Vereine im Europa Cup haben, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, darum verstehe ich das auch, das ist kein Problem. Und nachher ist das Spiel am 8. November rausgekommen und am 11. November hat die Clubs den Playoff-Modus wieder gekippt. So ist quasi das Spiel 3 Tage nach Erscheinen schon wieder veraltet gewesen. Also, anders gesagt, im Football Manager 23 gibt es mit der Schweizer Liga Playoffs? Gibt es ab der Saison 23-24 Playoffs. Es gibt allerdings inzwischen schon Möglichkeiten, wie man das wieder aus dem Spiel rausnehmen kann. Es gibt Mods und mit dem Winter-Update, also dem Transfer-Update im Winter, der nachher im Februar rauskommt oder im März, dann wird der
diesem Modus natürlich auch geändert werden auf einen schottischen Modus. Meme Sikora als treibende Kraft in dem Ganzen, du bist nicht der Einzige gewesen, aber du hast dich doch schon vorne angestellt, in dem ganzen Bemühen, die Playoffs noch zu kippen. Haben wir nicht an Football Manager und an Oliver Cesiger gedacht? Nein, das ist wirklich der einzige Stakeholder, wie man so schön sagt, den wir vergessen haben zu informieren. Aber jetzt, wo mir das alles wieder bewusst wird, wir haben ja auch eine Anfrage bekommen von Sports Interactive, weil die haben ja immer, also für die, die es nicht wissen, das sollte ja alles möglichst authentisch daherkommen und so weiter. Und dann gibt es ja auch die Pressekonferenzen und nach der Pressekonferenz, also den virtuellen Pressekonferenzen, stellen Journalisten von verschiedenen Medien Fragen und damit das authentisch überkommt, wenn es dort auch richtige Namen von diesen Medien haben. Und dort sind wir mit dem 12 auch angefragt worden, ob wir dort mitmachen wollen. Also ich habe natürlich die Rechte gekauft, um den Namen zu benutzen, für 1 Pfund. Mhm. Also das haben wir ausgesorgt, das definitiv. Aber wenn wir gewusst hätten, dass wir jetzt so mit einem Spiel in Verbindung gebracht werden, ja, wo Playoffs durchführt im Schweizer Fußball, wenn wir natürlich das nochmal überdenken. Aber jetzt über den Football Manager aus, wenn man jetzt sieht, was du im Stand bist zu leisten, wenn du mal deinen Arsch überkommst und den Menschen mobilisierst, könntest du nicht mal bei der FIFA aufräumen? Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, auch sehr herzige, und die sich sehr bedankt haben für den Einsatz gegen die Playoffs, aber auch gleichzeitig neue Aufträge gefasst, was ich alles als nächstes angehe. Also das eine ist eben UEFA und FIFA ist sehr oft genannt worden. Ausdröchnen dort. Aber es ist auch so Welthunger, Krieg in der Ukraine und den Weltfrieden bringen und so Sachen sind dann auch schon auf dem Tapet. Also ich muss mich jetzt noch entscheiden zwischen den Sachen, die ich jetzt als nächstes angehe. Vielleicht Vermittler über den Röstigraben wäre der nächste wichtige Job, weil es tut sich da schon ein Graben auf, wenn wir jetzt mal über den Christian Constantin reden wir dann vielleicht nachher noch. Machen die Deutschschweizer auch eine eigene Liga. Sondern jetzt bei dem Modus Wirrwarr oder bei diesen Abstimmungen hat sich sehr deutlich eine Röstigraben aufgetan zwischen den Welschen und Deutschschweizer Clubs. Also Welschen und Tessiner Clubs. Ich glaube, Xamax war der einzige welsche Club, der gegen Playoffs war und GC der einzige, der für Playoffs war. Sonst ist es ein ganz klarer Röstigraben. Du, der auf dem Röstigraben lebst in Biel. Ja, ich wohne mit drin. Ja. Wie ist das? Wie wertest du das? Also ich muss zuerst mal so dazu sagen, dass für die Romans ist Bio Deutschschweiz und für die Deutschschweizer ist Bio Romandie. Darum weder noch. Ich habe das Gefühl, dass man in der Romandie erstens mal ein bisschen weniger konservativ ist als in der Deutschschweiz, sowie auch ein bisschen opportunistischer. Weil man sieht momentan, der Abstand zur Spitze von den Roman-Clubs ist doch noch relativ hoch. Servet macht eine sehr gute Saison. Auch Sio macht es gut. Bis aufs letzte Spiel. Und ich glaube, dass man dort Chancen will sehen, dass vielleicht wieder mal ein Roman-Club könnte Meister werden, weil es eben ein bisschen den Zufallsfaktor Playoff drin hat. Das sehe ich ein bisschen so. Aber ich glaube, sie sind offener gegenüber Ideen, wie man das Ganze anders kreieren kann, als jetzt vielleicht mehr in Deutschschweiz. Vielleicht kann der Sikor einfach zu wenig Französisch und ja, hat es denen zu wenig können erklären. Das ist völlig richtig. Ist das der Grund? Das ist, ja, mit denen habe ich sehr wenig Kontakt gehabt, aber da habe ich natürlich Leute auf die angesetzt, die das dann trotzdem noch gemacht haben. Aber sehr schön ist übrigens, das darf man zwar wahrscheinlich nicht erzählen, aber es ist jetzt ja vorbei, aber es ist einfach wahnsinnig cool. Der Jeff Gole ist ja Präsident von Xamax und der war früher auch im SFL-Komitee gewesen, bevor dann mehr oder weniger die Romans ein bisschen Putsch gemacht haben und der rausgekickt haben aus dem Komitee. Der Canepa ist auch noch gerade geflogen bei dieser Sitzung. Das ist aber schon länger her. Mhm. Dann ist der Jeff Gole, der hat ja auch kandidiert als SFV-Präsident, hat es dann nicht geschafft. Auch weil ihm die Romans die Unterstützung entzogen haben. Darum ist es nicht mehr so gut zwischen den Romans und dem Jeff Gole. Aber vor dieser Abstimmung haben die alle, die Medien haben umgefragt bei den Präsidenten, wie wäre ihre Stimme zu den Playoffs? Und der Jeff Gole hat sehr früh gesagt, ich bin für Playoffs, ist doch eine super Idee. Und sogar am Tag vor der Abstimmung hat er ja noch ein Interview gegeben, ich glaube, im Welschen Radio, und hat dort nochmal bestätigt, ja, morgen, er wird für Playoffs stimmen, super alles. Und dann ist die Abstimmung am nächsten Tag, er ist, glaube ich, nicht mal selber gegangen, jemand geschickt und einfach so gesagt, ja, wir sind gegen Playoffs. Hat der, den er geschickt hat, gewusst, was die Meinung ist? Ich glaube schon. Meine
Theorie ist mehr so, je früher vor der Abstimmung, dass er sagt, ich bin für Playoffs, findet die anderen Romas, okay, den müssen wir ja gar nicht bearbeiten, der ist ja eh auf unserer Seite. Also, er hat einfach seine Ruhe wollen. Er hat einfach seine Ruhe wollen. Er hat gewusst, wenn er sagt, ich bin ja eh auf eurer Linie, dann lassen sie ihn in Ruhe. Und dann geht er an die Abstimmung und versenkt das Ganze. Man sagt ja immer nachher, ja, Basel ist so wichtig gewesen, weil die noch gekippt sind. Aber eigentlich wäre es gar nicht notwendig gewesen, solange es einmal gekippt ist und die sind. Also sind gar nicht gekippt, sie haben wahrscheinlich immer vorgehabt, um dagegen zu stimmen. Sie haben einfach immer gesagt, wir sind für Playoffs. Also nachdem er rausgeflogen ist, ist er mit Canepa zusammen, ist er mit Mancillo Canepa zusammen ein Bier auf und dann haben sie den Plan kann geschmiedet. Kann theoretisch sein. Kann der Canepa Französisch? Ich weiss es nicht. Ich habe mit ihm noch nie Französisch geredet, aber ich kann ja nicht Französisch. Ich auch nicht. Ich wüsste es auch nicht. Vielleicht kann der Jeff Gollet Deutsch wahrscheinlich schon. Ist gut möglich, vielleicht kann er auch Italienisch oder Canepa, ich weiss es nicht. Aber die Röstigraben-Diskussion ist jetzt schon ein bisschen omnipräsent. Jetzt ist es bei dem Playoff, ist der Röstigraben ein bisschen aufgerissen. Der lässt sich wahrscheinlich durchaus wieder kitten. Jetzt hat Christian Constantin aber auch wieder Öl ins Feuer gerührt. Leider langt uns das Thema nicht zu diskutieren in der Fernsehzeit. Die ist leider abgelaufen. Aber wir werden sie noch weiter besprechen müssen. Im Podcast, hört ihr euch den Podcast an, ladet ihn euch ab oder streamt ihn auf srf.ch/audio, überall dort, wo ihr Podcasts hört. Der Hinweis, wir sind ab dem Sonntag jeden Abend im Fernsehen zu sehen mit einer Spezialversion von Sikora Gisler zur WM. Natürlich auch zu hören. Also wir werden all die Fernsehsendungen auch als Podcast ausspielen. Ihr müsst jetzt nicht mehr, wie sonst amig, gewisse den Podcast aufsperren, damit ihr ihn dann hören könnt, weil es ja immer zwei Wochen geht, bis wieder der nächste kommt. Die nächste Zeit haben wir relativ eine hohe Kadenz, wenn wir sie dann durchheben. Aber wir sind nicht mehr fast, oder? Jung wir fast. Und Busper. Wir verabschieden uns hier vom Fernsehpublikum. Wir sehen uns am 20. November nach dem Eröffnungsspiel am Abend auf SRF 2. Christian Constantin, wo soll man anfangen? Muss man mit Mario Balotelli anfangen? Vielleicht zuerst. Also ich möchte zuerst mal sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass es den Christian Constantin gibt. Mhm. Wenn ich das SFL wäre, würde ich an diesen Fußball-Awards irgendwann, wenn er nicht mehr Präsident vom FC CEO ist, würde ich den Lifetime Award for Entertainment übergeben. Ja. Er weiss, wie das Game läuft, durchaus. Absolut. Mhm. Er ist der Einzige, der zu 100% begriffen hat in der Schweiz, dass Fußball-Entertainment ist. Ja. Und dass der auch aber wirklich ausreizt. Aber es ist schön, dass es ihn gibt und es ist schön, dass er so etwas macht. Nur nicht immer die Mittel, die er dazu benutzt, sind nicht immer die besten. Aber also angefangen hat es ja mit dieser ganzen Stinkefinger-Aktion von Mario Balotelli, wo ich persönlich, mein Gott, wenn ein Spieler mal den Finger, findet ihr das schlimm? Nein, schlimm finde ich es nicht, sorry. Schlimm finde ich es nicht. Es gehört sich aber halt einfach nicht. Und es ist eine gewisse Vorbildfunktion, die du hast. Und es hat ja in dieser Saison schon einen Fall gegeben, Samir Ramisi, der genau zwei Spielsperrinnen bekommen hat. Und deswegen umso dümmer ist es, hat jetzt Mario Balotelli auch probiert. Gleichzeitig muss man sagen, die Spieler und vor allem Mario Balotelli wird von der Tribüne provoziert bis zum geht nicht mehr. Ja. Aufgrund von seinem Ruf, logischerweise auch, aufgrund, weil er ein guter Spieler ist. Und dass man sich dort nicht immer kann im Zoom halten, ist für mich auch klar. Also es kommt immer auf die Art von der Beleidigung und darauf an, aber dass man das nicht kann, ist für mich eigentlich völlig klar. Also mich stört einfach so das Moralisieren und so die ganz, ganz grosse Empörung, wie ein Spieler mal emotional reagiert auf Schmerzen. Ist die Empörung so gross? Empörung ist, glaube ich, mehr da, dass wie so die Enttäuschung, dass ein Spieler nach so vielen Jahren im Profifußball und so vielen Jahren immer provoziert worden ist, dass selbst dann immer, ich meine, du weißt, die Rechnung ist ja wie einfach, ich mache das und dann komme ich Sperren über. Also dass man dann nach einer Zeit nicht einfach findet, ich will jetzt keine Sperre, also ich habe mich einfach im Griff, ich mache es jetzt nicht, das ist, glaube ich, mehr so wie oder man heisst Mario Balotelli. Dann ist es ihm einfach egal. Also, ja. Er ist jetzt ja nicht so, dass er schon lange davon träumt, dass er ja kein Spiel verpasst auf dem FC Sion. So ist es ja nicht. Also ich habe festgestellt, dass die Aktion mit dem Mittelfinger eigentlich von allen mehr oder weniger mit Belustigung aufgenommen worden ist. Und mir die meisten haben gesagt, ja, da ist sie jetzt, die erste haarsträubende Aktion von Mario Balotelli. Nein, die wirklich erste haarsträubende Aktion war nachher sein Post. Ja gut, okay, ja. Das ist lange nicht die erste. Also ihr habt schon wieder vergessen, dass er Torkentur los angezogen ist, oder? Ja, nach dem ersten Spiel in seiner Freizeit. Laut Pablo Iglesias ist ja dort kein Alkohol geflossen. Er hat ja anscheinend dort im ihr Disco nachher gefragt. Aber ja, dann. Ja, dann. Ja, der darf also, im Ausgang kann, machen, was er will. Wenn also, ich früher irgendwo in Disco gegangen bin, vielleicht noch jünger, als ich jetzt überhaupt rein und meine Mutter
Leiter hat nachher später angerufen und gefragt, ob, ob sie mir irgendetwas ausgeschenkt hat. Hätten die wahrscheinlich auch gesagt, nein, ist ja alles safe. Ja, nein. Ich habe nur ein paar Zucker getrunken. Oder was auch immer. Aber mal kurz zusammengefasst, nachher kommt ein Post von Balotelli, dann geht's, man kommt auch gar nicht so draus. Es ist Mafia und es ist Korruption alles. Und die Schiedsrichter. Und der Constantin findet das natürlich super. Jetzt hat er so einen, wo wie so der Winkelier vorne wegläuft und er dann geht hinten rein und redet von, ich zitiere, es ist ja dann auch einfach, wenn du der Blick bist, lutscht dann einfach dann schnell im Constantin, hast garantiert ein gutes Interview. Es gibt Regeln für Deutschschweizer Clubs und solche für die Romans. Macht doch in der Deutschschweiz eure eigene Meisterschaft. Dachte die Zeit des Sklaverei sei vorbei. Also Hanebüchen, aber ja, man kann es unter Entertainment abbuchen. Aber er macht da einen Punkt auf, wo irgendwie man das Gefühl hat, der schwelt nicht nur bei ihm, sondern dass sich Romans, jetzt abgesehen von dieser ganzen Playoff-Diskussion, benachteiligt fühlen. Ist das komplett von der Hand zu weisen? Nein, und zwar aufgrund von der Sprache. Und da habt ihr im 12. Meme mal einen Artikel gebracht, den ich zusammen auch mit dem Silvan angeschaut habe. Es ist so, dass unbewusst Schiedsrichter eigentlich eher für die Sprachregion pfeift oder für das Team aus der Sprachregion pfeift, wo er selber auch redet. Und das ist halt jetzt einfach so aktuell. Sie in der Super League von allen Schiri sind zwei Romans. Und einer davon ist aktuell verletzt mit Lionel Giudi und ein Tessiner, der Rest sind Deutschschweizer. Und das ist, aber es passiert, ich muss ganz klar sagen, es passiert unbewusst. Und das ist halt ein Problem, dass es aus meiner Sicht zu wenig Romanschiri hat. Und das ist durchaus so, dass dort eine Bevorzugung von Deutschschweizer Teams stattfindet. Also hat der Christian Constantin recht? Er könnte, also wenn man jetzt die Studie, die ist ja also breit abgestützt, muss man sagen, die muss man auch sagen, die geht auf beide Richtungen, gell? Also es ist nicht nur die Deutschschweizer tun den Roman benachteiligen, sondern auch die Roman tun die Deutschschweizer benachteiligen. Und es ist aber auch ein sehr kleiner Bereich. Es ist nicht so, sie tun es nicht massiv benachteiligen. Also das kann sein, dass das, also offenbar mit Daten kann man das belegen. Ist alles natürlich diskutabel. Sie haben dort zwar in die gross angelegte Studie wirklich alles berücksichtigt, wie viele Zuschauer im Stadion, in welcher Tabelle lag, dass die spielen und so, aber gleich kannst du es ja doch nur messen in gelben Karten. Also sie geben dann zwar mehr Karten, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, geben sie einfach mehr Karten, weil die anderen Romans sind oder eben Deutschschweizer oder hat es halt einfach bei diesen Spielen halt, ja, hätte man die gelben Karten nicht müssen geben, dann hätte man sie müssen geben. Also das die Romans sich einfach so grundsätzlich benachteiligt fühlen, das stimmt einfach nicht. Aber es kommt halt jedes Mal wieder auf, also bei allem. Dann gibt es jedes Mal, wenn es bei den SFL Awards, die einmal im Januar stattfindet oder so, Grössenordnung, wo so die besten Spieler gewählt werden. Und dann wird eben das beste Team von der Super League gewählt. Und es ist logischerweise auch aufgrund von den Resultaten, die die Welschen halt in den letzten Jahren gemacht haben, niemand oder maximal ein Welscher in dem All-Star-Team gewesen oder von einem Welschen Club. Das hat natürlich jedes Mal wieder so, ja, Benachteiligung, so, die holen ja nur die Deutschschweizer einfach so. Und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, es wird auch ein bisschen zelebriert, gell? Weil es kommt gut an. Also wenn der Constantin anstatt, wir werden immer benachteiligt, dann hat es ganz viele, die hinten dran stehen, finden, jawohl. Ja, das findet ja St. Galler genauso, dass man immer gegen sie pfeift. Es findet ja jeder Fan, pfeift vor allem gegen unsere Mannschaft. Ja. Ja, ich finde, jetzt geht aber auch, wenn es ums Weltschland geht, dass man, ich will es nicht pauschalisieren, aber doch in meiner Erfahrung zum Teil zu sehr oder zu wohl fühlt in dieser Opferrolle. Mhm. Und das auch ein bisschen verhindert, dass eben die Clubs nachher grösser werden, wachsen und schlussendlich um Titel mitspielen. Und wenn hat der letzte Weltklub Schweizer Meisterschaft gewonnen? Es müsste irgendwie 98 oder so. Servet 99. Voilà. Und noch im Finalissimo gegen Lausanne. Ja, das war noch Zeiten. Stell dir das vor. Nein, und, nachher, eben, und dort hast du nachher, die schlechten Zeiten angefangen von Servet, ja wie auch für Lausanne mit den Konkursen und so weiter und so fort. Und das Potenzial ist riesig. Also Servet hat, also Genf hat pro Einwohner die höchste Talentdichte. Und du musst jetzt nur ein bisschen Zeit geben und dann sollte das aus dem Servet, wenn alles gut geht, irgendwann mal ein Spitzenklub werden. Jetzt passieren natürlich immer wieder Sachen, die das nachher verhindern könnten, aber ich glaube durchaus, und ich habe ja auch 3 Jahre für Lausanne gearbeitet, ich glaube durchaus, dass das Potenzial im Westschweizer Fußball so ist, dass man irgendwann mal wieder einen Schweizer Meistertitel feiern kann. Es muss einfach nur seriös geschafft werden und vor allem einfach auch langfristig gedacht werden.
eine schöne Geschichte, wie du zu Lausanne gekommen bist. Zu dieser möchte ich noch schnell kommen. Einfach abschliessend. Nach dem Ganzen verliert Sion gegen St. Gallen 2-7. Es hat offensichtlich jetzt nicht für mehr Ruhe und Stabilität im Team gesorgt. Und ich habe jetzt noch nicht auf mein Handy. Natürlich wartet Christian Constant mit Trainerentlassungen, bis wir fertig sind. Du schnell auf mein Handy schauen. Wo ist es? Pascal, wohl. Ich hole mein Handy. Das ist ein genialer Podcast. Muss schauen, ob schon irgendeine Push-Meldung gekommen ist. Wieso ist das? Nein, ich habe das... Also ich gar nicht. Ja, ich habe noch vorhin gelesen, als ich nachher gefahren bin, dass er noch ein paar Tage Bedenkzeit braucht, bis er die Entscheidung trifft. Aber die Tendenz ist negativ. Also, sorry Paolo Tramezzani, aber das sieht nicht gut aus. Du weißt schon, wieso dass er noch Bedenkzeit braucht. Er wartet einfach immer bei so unserem Podcast durch. Ich kann da noch einen berühmten Schweizer Radiomoderator kann ich da zitieren. Oh, jetzt, Achtung. An dieser Stelle im Podcast, und zwar vor 4 Wochen oder so, mit dem Waldemar Schön, dem Walliser, haben die beiden Herren, der Waldemar Schön und der Tom Giesler, ich frage nur noch, ich tue nichts, keine These. Gesagt, dass, eben, es ist doch so, der Gossner, der sagt, es ist richtig ruhig altersmilde worden. Und so ruhig geworden und alles Wüste. Und ja. Dann das. Ja, die These ist ja dir, dass er schon das Gefühl hat, er zieht sich jetzt langsam zurück und dann noch einen Nachfolger gesucht hat, jetzt den nicht gefunden hat und jetzt wieder zurück ist wie eh und je. Ja, aber ich glaube schon auch, dass er generell jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist und ich glaube, er befasst sich wirklich mit dem Abschied vom FC Sion. Aber er hat halt immer so ein bisschen Flashes of Old Constantin, wofür er dringen und das finde ich aber auch gut, das macht sich ein bisschen auch... Ich weiß nicht einmal, ob selbst Zion-Supporter, ob die das können. Also, weißt, kannst du über das lachen? Da kommt das Kommuniqué. Dann ist das Kommuniqué, und du hast so, die Sprache ist ja schon sehr schwierig, also einfach sehr angriffig und so pauschalisierend. Und dann als Beispiel für das Sion benachteiligt wird, nimmst du einfach so 3 Spielszenen, die es mal gegeben hat. Wo jeder Club von der Schweiz und von der Welt könnte 100 so Szenen liefern, wo genau den gleichen Effekt hat. Du kannst einfach 3 Szenen bringen und sagen, seht ihr, wir werden einfach benachteiligt, immer durchs Band. Das ist doch lächerlich. Ja, das habe ich ja gedacht. Dort bei der Spielszene, der Kontext ist interessant gewesen. Aber ich glaube, wenn es um Fans geht, ich glaube, die interessieren die Spielszene weniger. Ja, logisch. Sondern es geht darum, wir gegen den Rest der Welt. Mhm. Gerade im Wallis ist, glaube ich, das Gefühl noch etwas grösser, als jetzt wir das von uns kennen. Und ich glaube, genau das Gefühl, das der auch vermittelt. Und es heisst ja auch, hey, wir sind mit Mario Balotelli und den Fans im gleichen Boot. Jetzt sind wir und der Rest der Welt. Stade de Tourbillon, also das kleine gallische Dorf. Genau, ja. Genau. Was natürlich noch ein Unterschied ist, natürlich kann jeder Fan von einem Verein, vom AV Deutschschweizer Verein, sagen, wir werden immer benachteiligt. Aber das haben sie oft so, «Mir Romans». Also sie so «Mir», also und «Servet» auch, und alle gehören dort dazu. Also wir sind wieder breit und die würden das ja alle unterstützen. Also «Servet», ja. Wenn sie einmal nachfragen nach den SFL Awards, findet ihr, sagen sie immer so, ja sicher, wir wären auch benachteiligt. Also alle die wären benachteiligt, aber es ist ja niemand, wenn St. Gallen findet, wir wären benachteiligt, sagen sie nicht, ja weißt du, wir Deutschschweizer werden benachteiligt. Das sagt ja niemand. Weil es auch lächerlich wäre natürlich. Es wäre schon lächerlich. Ja gut, ja. St. Gallen würde sowieso sagen, wir Ostschweizer werden benachteiligt, nicht mehr Deutschschweizer. Ja, wir und Kreuzlingen. Gehört dann noch dazu zu den Ostschweizer? Der FC Wiel. Ja. Ich habe auf jeden Fall die Geste von Balotelli. Leider ist es dramaturgisch ein bisschen blöd. Er macht dann gegen St. Gallen das 1-0 per Penalty. Das Trikot uhr, der Zuni Schirm, der auch soll einen Mittelfinger symbolisieren soll. Scheint's. Finde ich eine sehr elegante Form von Mittelfinger zeigen. Leider ist dann natürlich hin und aus ein bisschen blöd gelaufen, wenn du dann 2-7 verlierst. Dann hat es nicht mehr die ganz genaue. Ja, aber ich habe gehört, die 7 Goals sind 7 Foulentscheide vom Schiedsrichter. Wahrscheinlich auch schon. Definitiv. Also sagst du, wie bist du zum... Also einfach, liebe Kind, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wenn ihr wollt, Scout werden wollt. Der Oliver kann euch schon sagen, wie man das wird. Wie bist du zum Beispiel Scout geworden bei Lausanne Sport? Genau, ich habe mal 2013 einen Twitter-Account aufgemacht. Einfach so mit dem Ziel, ein bisschen den Schweizer Fußball oder ein bisschen über Schweizer Fußball zu twittern. Richtig für eure Eltern, wenn ihr auf Social Media rumhängt. Ich könnte sagen, nein, das ist für meine berufliche Zukunft. Richtig, das ist ein Investment. Ja. Wobei heutzutage Twitter. Heutzutage würdest du wahrscheinlich einen TikTok-Account aufmachen oder was auch immer. Ja. Und ich habe das nachher auch auf Englisch gemacht, so dass erstens mal beide Sprachen oder alle 3 Sprachregionen vereinigt werden. Sorry, liebe Retro-Romane, ich habe nicht vergessen. Ich kann im Fall auch Englisch mittlerweile. Ja, also ist es geht davon aus, aber ich habe es jetzt einfach auf 3 Sprachregionen. Sie können schon, sie haben einfach noch kein Internet, darum bringt es nicht so. Genau. Und ja, nachher irgendwann habe ich die Idee gehabt, das hatte ich schon früher gehabt, ich wollte eigentlich Fußball, ich wollte Scout werden, habe ich nachher eine Ausbildung gemacht 2017 in England, in Manchester.
Und habe einen Tweet abgesetzt nachher, hey, wenn ihr irgendwie etwas gehört von einem Club, der etwas sucht, gebt mir doch Bescheid. Das war Ende 2017 gewesen. 6 Monate später kommentiert David Lemos, Fußball-WM in Russland. Und der David Lemos ist der jetzige Nazi-Kommentator vom RTS, vom Westschweizer Fernsehen. Also der Welsche Sascha Ruf. Ganz genau. Und sein Co-Kommentator ist der Leonard Thür. Wir kennen ihn noch von Lausanne Servette, Ex-Nationalspieler ebenfalls. Und dem Lazarett. Der war immer verletzt gewesen. Ja, er ist sehr oft verletzt gewesen. Das stimmt. Und Leo hat damals gerade ist neuer Chef-Scout geworden von Lausanne, hat den Auftrag bekommen vom Club, dass er eine Scouting-Abteilung aufbauen soll. Das hat David gesagt während der WM. Und David hat sofort geschaut, hat den Tweet, der 6 Monate her ist, zurückgedacht und gedacht, hey, frag doch mal den. Und dann haben wir zusammen telefoniert. Wir haben uns einmal getroffen zu Lausanne. Wir haben 30 Minuten zusammen geredet und nach 5 Minuten, und das sagen wir noch heute, nach 5 Minuten haben wir gewusst, dass es klappt. Und dann ist es noch darum gegangen, den Pablo Iglesias zu überzeugen, und dann sagt man einfach auch nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, hey, du bist ein Passionné. Also du bist ein Passionierter, und von dem her hat das so geklappt. Heutzutage schaffen es immer mehr via soziale Medien im Fußball. Ich finde es gut, wenn Inputs von außen kommen. Es wird aber dennoch auch immer schwieriger für andere, es nachher wieder zu schaffen. Also es ist so, wo Plätze, gerade im Schweizer Fußball, die sind begrenzt. Ja. Und eben, jahrelang Fußballmanager spielen, das befähigt einem dann schon auch zum Scout sein oder vielleicht sogar Sportdirektor. Es gibt ja Leute in diesem Raum, die geben das Heftchen raus, einfach damit sie irgendwann mal Sportchef werden. Du hast auch schon Anfragen gehabt als Sportchef. Ja, durchaus. Aber ich glaube ja, dass die gehobenen Fußballmanager-Simulationsspiele, dass die zumindest, natürlich sind 1:1 nachbilden, aber es werden schon sehr viele Aspekte berücksichtigt, wo dir zumindest das Verständnis geben, wie ein Club funktioniert, wie eine Mannschaft funktioniert, was du alles musst berücksichtigen. Das ist schon extrem. Also finde ich extrem krass. Also ich kann von mir sagen, du hast gesagt, bevor ich spiele, ich spiele nicht mehr so viel, ich teste selber, aber was ich der Fußballmanager gelernt habe, oder andere Fußballspiele, ist halt einfach so Sachen wie Vertragswesen. Wie tut man ein Kader zusammenstellen? Welche Spielrollen passen zueinander. Also du kannst nicht einfach nur mit 2 ins Mittelfeld stellen und sagen, hey, spielt, sondern brauchst vielleicht einen, der ein bisschen mehr mit dem Ball agiert, der andere, der ein bisschen mehr zurückgezogen ist und ein bisschen Ball abfängt. Und halt auch, wie ein Fußballclub funktioniert. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich sage jetzt mal so, als Kaderplaner geht dort durch, kannst viel lernen. Es gibt übrigens auch einen aktuellen Sportchef, der ein angefressener Spieler ist von Football Manager, und es gibt einen aktuellen Super League-Trainer, der ein angefressener Spieler war. Name? Also vom Sportchef, wir haben es vorhin über seinen Vater gehabt. Und, ja. Okay. Ja. Und der Trainer ist... also ein Walliser, meinst du? Kann sein, ist möglich. Und der Trainer ist aktuell beim... Ich darf nicht sagen, Spitzenclub, sonst meint man den falsch. Aber bei einem guten, grossen Club in der Schweiz aktiv. Der Trainer? Ja. Also eher im Norden von der Schweiz? Ja, dann geht das in die Richtung. Aber also im Süden von der Schweiz und im Norden von der Schweiz? Aber das muss ich sagen, beim Trainer ist es so, der hat während der Karriere abends auf Busfahrten gespielt. Ist auch immer wieder dokumentiert worden. Ah, aber das läuft im Fall. Der nicht gejassen damit auf Busfahrten? Das hat man auch noch können, ja. Mhm. Das andere ist wirklich das mit den Verträgen auch. Also weißt du, wenn du reinkommst, was dort alles für Optionen noch drin haben, auf was du berücksichtigen musst. Und auch so die Sachen, die natürlich nur nachgebildet sind, wenn du jemandem den Vertrag nicht mehr verlängerst, dass der dann hässig wird und alles so Sachen, wie die Leute ersetzt, das merkst du extrem viel. Und ich habe das, mir ist das, ich habe früher noch Footballmanager gespielt und dann erst habe ich gefunden, jetzt könnte ich mal wieder einsteigen, 2020. Absolut null Chance. Viel zu komplex für mich. Es ist wahnsinnig. Du kannst ja noch eine vereinfachte Variante wählen. Die habe ich dann zuerst normal gestanden. Ich dachte, gut, okay, nochmal anfangen. So vereinfacht und selbst das absolut keine Chance. Gut, also jetzt keine Chance. Wir sind nicht nur ein Fußball-Podcast, wir sind auch Lebenshilfe, das wissen wir schon lange. Mhm. Und wir sind jetzt auch noch ein bisschen Berufsberatung. Jetzt weiss ich einfach nicht, wir sind am Ende von dem Podcast. Danke vielmals für den Besuch, Oliver Zesiger. Das war sehr spannend, ein Einblick auch in Scouting. Jetzt weiss ich einfach nicht, wie pädagogisch wertvoll, dass wir jetzt schlussendlich rausgehen aus dem Podcast mit dem Tipp an Kind. Gamet viel Fußballmanager, verbringt viel Zeit vor dem Computer und auf Social Media ist auch ganz, ganz wichtig. Ob eure Eltern Freude haben an diesem Tipp, ich glaube, eure Eltern zeigen euch einfach den Podcast dafür nicht. Und dann sind wir wieder im Reinen. Danke vielmals für den Besuch. Merci vielmals, ihr dürft hier sein.
Nächstes Jahr kommt das neue Anstoß raus, gell? Ja, aber ich habe irgendwie so Beta-Sachen gelesen, mhm. wo nicht so verheißungsvoll sind. Kann man durchaus vorstellen. Jetzt tue ich sie langsam rausziehen, wenn ich nur schon Beta höre. Meine Beta. Ja, nein, das ist... Das ist so Nerdsprache. Ich finde, das sollte man nachher einfach irgendwie so ein bisschen ruhig. Wir lassen sie jetzt einfach da. Ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken und hole sie dann in einer Stunde wieder ab.